the wall to Poland. Also, das wird dann Slow-Mo, weißt du? Das Thumbnail kann eigentlich auch noch werden. Also so ranhalten. Ja. Ging's cleaner, warte mal. Das war so ein Akt, so zwei kleine Bumsdinger da anzubringen. Erzähl, wie war die Erfahrung? Kein Kommentar von dir. Kein Kommentar. Guckt euch diese Wand an. Kleine Löcher sind vorhanden. Ganz klein. Sieht das so aus? So, wir spachteln das jetzt zu mit der altbegehrten Spachtelmasse. Mal gucken, ob das wird. Ich habe hier sogar Equipment, Schneidpapier und so ein Spachtel. Das wird. Also das vorher. Und das ist das nachher. Genau, Deko reißt natürlich viel raus. Oben weiß ich noch nicht, was ich hin tue. Genau, mir gefällt's. Alter, das dauert so lange, das ist heftig. Ey, ja, hörst du mir zu? Ja. Alles richtig anstrengend. Ja. Morgen ist halt ein anderer Tag. Mir geht es blendend. Yo, Max, what's poppin'? Yeah. High five, you're fine. Diese Scheiße zieht sich so lange, weil ich so viele Löcher hat. Aber ich bin jetzt gleich fertig. Ich muss mir zusammenstecken. So sieht inzwischen so ein Ding aus. Ja, ist hübsch. Das ist halt so ein Schuhregal. Das muss noch eingebaut werden an der Wand, aber wird hübsch. Und das wären dann zwei. Und dann kommt hier ein fetter Spiegel hin. Wir haben es geschafft. Die zwei sind aufgebaut. Die müssen jetzt, wie gesagt, nur noch an die Wand gebohrt werden, dass das auch natürlich hält. Das machen aber meine Eltern morgen, weil ich kann hier nicht bohren. Vor allem, wir haben es 22 Uhr. Waren jetzt schon laut genug, aber haben es jetzt gemacht. Guck mal, was sogar gerade angekommen. Okay, gerade, was laber ich, das kam heute Mittag an. Das ist mein IRL-Stativ, was zur Hälfte erstmal aufgebaut ist. Aber das wird dann auch mit nach Tokio kommen. Und damit werde ich dann dort Vlogs ballern und Videos ballern und alles ballern. Ich hoffe, das wird cool. Ja, wir haben gerade das Mikro hier getestet. Du brauchst bitte einen Schreihals. Und weiter weg. Also es funktioniert echt geil. Das ist die Powerbank und die ist so schwer. Die ist wirklich insane groß, aber was man nicht alles braucht dafür. Also es wird geil. Ich freue mich. So, meine Freunde, ich weiß nicht, ob ihr mich hört, aber wir sind jetzt auf dem Oktoberfest in Erfurt. Gucken wir jetzt mal, was es so gibt. Hier gibt es auch so geisteskranke Fahrgeschäfte. Oh, also auf chillig vloggen wir jetzt hier noch was mit. Ey, wow. Junge. Ich möchte das jetzt fahren. Das ist so, ich weiß nicht, was es ist. Ich will das fahren. Können wir das fahren, bitte? Zusammen? Nein, warte, doch nicht. Dann komm doch mit, Maya. Wir fahren das jetzt. Wenn mein Handy jetzt hier runterfällt, Junge, dann ist es over. Ja, ich glaube, ich traue mich das nicht zu filmen. Ja, wenn mein Handy runterfällt, ne? Der Domplatz ist so schön. Ist doch alles okay. Oh mein Gott! You used to call me on my cell. Oh nein! Sorry. Ey, das sieht so schön dort aus. Fantastisch. Ein Vlog? Ja. Maya will dieses Plüschtier. Wo ist ihr Freund, wenn man ihn einmal braucht? Voll die Abzocke. Casino Schmutz, Leute. Außer eine RP. Das ist eine Geistervilla. Wollt ihr da rein? Ja, bitte. Oh echt? Gott. Ja. Nein. Geschäft Nummer 2, das ist so eine Achterbahn und mal gucken. Keine Ahnung. Rache.
Ja, mein Handy! Ich wusste nicht, dass du so am Chillen bist, Alter. Oh mein Gott. Ja, war mal wieder ein tolles Erlebnis. Super. Unser nächstes Zielobjekt ist das. Mal gucken, wie das ist. Wenn das jetzt nicht krass wird, Junge, dann fahren wir. Das ist ganz einfach. Und nimm die Mandel. Oh, das war ein ganz schlimmer Winkel gerade. Oh nein! Oh nein! Guck mal, guck mal. Lol. Jude hat mir heute Armband geschenkt, das ist kaputt gegangen. Ey, Mann, Jude, du hast gesagt, das hält. Ja, ich dachte auch. Das ist so, das ist mal richtig weird, wenn die dazu reden, ne? Das ist cool, wenn die reden. Nein. Jawohl! Maya ist schon ganz heiß drauf. Hallo. Warum denn immer so? Ihr seid, ich hab drei. Oh, Mami. Ja, ja. Wir trinken hier nichts oder so, weil das ist eh uncool. Und ja, wir fahren eigentlich gerade nur alle Fahrgeschäfte. Wir kotzen auch so, ohne zu trinken. Wir werden komplett kotzen. Dieser Dame geht's gar nicht gut. Okay. Der Meister. Ja, tschüss. Ah ja, okay, ich nehme an. Leute, das ist der Beweis. Alles gut, alles gut. Das ist der Beweis, dass freie Freundschaften nicht funktionieren. Ganz weit weg. Digga, okay, das war wirklich wunderschön. Scheiße, Alter. Digga, also, dass ich so weit getrennt werde, ich bin einfach alleine. Und welche Fans sind auch noch da installiert? Meine sind noch jetzt woanders. Interessiert mich das? Ja, aber ist ja gemein. Ja, voll gemein, der Typ. Der sagt einfach, interessiert mich das, voll gemein. Ich fühle mich leicht verarscht, tatsächlich. Alter, ich bin wirklich auch alleine in den Kreis. Ich werde hier gerade irgendwie therapiert. Ich kann nicht so schreien, weil niemand bei mir ist. Stellt euch vor, mein Wagen entkoppelt sich einfach. Es hört nicht auf. Oh mein Gott. Das ist krass. Ey, nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich mach kurz einer. Die wollen Bilder mit mir machen, voll süß. Die richten einfach meine Haare. Ja, das Leben eines. Darf man auf YouTube kotzen? Safe, oder? Ich glaube, die Mandeln, die wollen raus. Die waren so eine Fehlentscheidung mit diesen Pilzen. I can. Moin aus dem Schnitt. Wer zum Fick hat so gerülpst? Ich glaube, der Stift malt gleich. Ich glaube, aber der oben. Stift. Aber oben. Okay. Aber wie findet ihr den Erfurt als Non-Erfurter? Scheiße. Die hat meine Mandarine von draußen. Oh Mann. Ich muss erstmal fertig schälen. Kannst okay? du das richtig ihr geil müsst so durch drei teilen, bitte? Ich beiße es durch drei für dich. Hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, warte jetzt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, dann sind es genau 3. Ey, kannst du das weiße Eklige ja, da noch bitte abbubbeln? Entspann dich mal. Ja. Ich will mal darüber reden, dass diese Frau meine Jacke anhat. Mein Pulli, was Amas Pulli ist. Hose nicht. Und T-Shirt darunter sogar. Warte. Ab. Mein was eigener ist, Charme. Was zeichnet das aus? Dass sie bescheiße. Naja, wir chillen jetzt noch und fressen uns jetzt gleich nochmal durch und dann verpissen wir uns schon wieder. Ja. Wunderschöne Aussicht. Wunderschön. Das Ding. Ich möchte jetzt meine Erdbeeren. Ich warte hier seit 10 Minuten und möchte meine Erdbeeren essen. Kommt Laila. Er ist ästhetisch. Lecker und wichtig, immer zart bitter. Wer voll mit Schokolade mit Erdbeeren ist, ist in meinen Augen verloren. Ich bin abgegeben. Das schmeckt am besten. Weiße Schoko-Erdbeeren. Ein Schoko von Filmen. Ja, hab ich einen?
Wie kann ich einen Schokomund haben, wenn ich keine... Ach, hier, die ist... Lecker. Gucken alle blöd, nur weil ich filme. Langosch ist wirklich mein All-Time-Favorite. Mit Käse und saure Sahne und Jule hat mit Lauch und Öl und Tomate. Genau, sehr köstlich. Und jetzt gehen wir wirklich, wirklich nach Hause. Oh, meine Augen sehen ja gerade voll krass aus. So, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich muss jetzt das Video schneiden. Jule Meier sagt Tschüss. Ja, im nächsten Video wird dann die Wohnung komplett gezeigt, also es wird eine Roomtour, Wohnungstour geben. Ich freue mich schon, aber ich kann das erst zeigen, wenn wirklich alles fertig ist, sonst triggert mich das übel. Und danke schön fürs Einschalten. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bitch, I wake up, no stylus. Fresh as fuck, I put it on, no up, I did this shit. Got this fine, on no makeup, and she still